Wer träumt nicht in manchen Augenblicken davon, alles sein zu können? So geht es auch meinem Protagonisten Anton, dessen Vater unter mysteriösen Umständen zu Tode kommt. Dieses Medienprojekt ist aus dem Roman Der dritte Körper entstanden, dessen zentrales Element ein Blog aus vertonten Texten, Bildern und Filmen ist. Darin stellt Anton gemeinsam mit seiner Freundin Elva das Leben seines Vaters nach, ein Sportarzt, der in Dopinggeschäfte und in den Handel mit illegalen Substanzen verwickelt ist. Nach einer Weile provozieren die beiden mit ihrem Blog nicht nur den Mörder seines Vaters, sondern auch dessen Geschäftspartner. Der Hans Prunkenhöfer lebt Blog hat während der Arbeit an der Erzählung ein solches Eigenleben entwickelt, dass er vor Fertigstellung des Romans im Internet realisiert werden muss. Er wird dort umfangreicher und vollständiger sein, als das, was später daraus im Roman zu lesen sein wird. Für die professionelle Umsetzung des Blogs bitte ich dich um deine Hilfe. Es geht durch finanzielle Unterstützung, aber gern auch, indem du dich aktiv in den Blog einbringst und ihn mitgestaltest, etwa durch Hinweise oder Postings. Der fertige Blog wird mit dem Roman Der dritte Körper verzahnt und Teil der Erzählung. Du könntest also eine weitere Stimme sein, die zu den vielen Möglichkeiten dessen beiträgt, wer und was Hans gewesen sein könnte.